Ich glaube, das will ich. Das fällt jetzt mein Gesicht. Damage up, genau. Ja, jetzt schieße ich jede zweite Kugel stärker, weil mein halbes Gesicht verätzt ist. Zwei. Ich gucke auf die Münzen und werde von deren dessen getroffen. Sollte ich nicht tun. Ich wollte nämlich gerade gucken, ob ich mit diesen zwei Münzen... Das ist ein Buchbaum. Nee, ein Buchbaum will ich auch nicht haben. Ich habe eine Bibel, die will ich behalten. Also normalerweise, wenn ich wirklich darauf ausgehe, weiter als Mom zu kommen, würde ich nicht die Bibel nehmen. Sondern gerne das Book of Revelations, weil damit kann ich mir dem Meat Boy etwas zusammencheaten, weil wenn man das vor dem Bossraum benutzt, kriegt man halt einen so einen Soulheart und einer der Reiter kommt mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Also eigentlich kommt er, in den Caves gibt es halt einen, das heißt, es kann sein, wenn ich jetzt in Caves 1 bin, dass er da nicht kommt mit dem Buch, aber in Caves 2 dann. Und die kriegt man halt diesen Meat Boy und der kann sehr stark sein, man kann ihn aufbessern. Bitte. Und deswegen schon eine zweite Runde. Yay! 10 Bomben. Jetzt sieht es aus, als wenn der Käfer, der mir im Kopf steckt... Kennt ihr diese... Ein paar Pokémon gibt es ja, diese Feuer-Pokémon, Glimanda und so, die so einen brennenden Schwanz haben. Das sieht gerade so ein bisschen aus, als wenn dieser Käfer einen brennt. nächster Raum. Ich will sie alle töten. Fliegen! Das mag ich so in diesem Spiel. Es ist einfach mal anders. Deine Gegner nerven dich, auch wenn es nur Fliegen sind. Es sind einfach überdimensionale Fliegen. Und es ist trotzdem irgendwie geil, genial, dieses Spiel. Es ist einfach auch dieser Raum. Meine Bibel ist nicht wert. Hier würde ich gerne fliegen. Na, das kann ich ganz slow anstellen. Ja, jetzt will er nicht, ne? Nachteilspiel mit... Ich dachte eigentlich, ich werde ihm ausgewichen. Ach, kommt schon! Ich sollte einfach versuchen... Ach, der Raum ist so eng, sonst würde ich ja wirklich versuchen, ganz rum zu laufen. Oh Gott, gleichzeitig, das ist... Ah, komm! Wisst ihr was? Ich habe 11 Bomben. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Jetzt komm her. Ich lasse mich trotzdem treffen. Ich mag diesen Raum nicht, weil der ist so... Gott! Eigentlich sind diese Viecher nicht so schlimm, aber es kommt immer drauf an, was für ein Raum kommt beim Chisel. Ich konzentriere mich gerade zu sehr aufs Ausweichen. Es fehlt nur, dass ich irgendwie die Stacheln laufe oder so. Das wäre dann schon der erste Fail dieses Tages. Ja, 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 das war's. Ich hatte die Bibel, aber ihr seht, was ich meine. Replay! Und von vorne der D6-Würfel. Und alle, die es nicht wissen, der D6-Würfel, wenn ich zum Beispiel in dem Itemraum stehe, die D6-Würfel benutze, wird das Item, was dort liegt, zufällig zu einem anderen Item. Das kann ganz praktisch sein, zum Beispiel, es gibt so ein Item, dieser Spiegel. Der macht, dass die Schüsse halt nicht in einer geraden Linie fliegen, sondern halt und dann hier wieder zurückfliegen. Das kann ganz hilfreich manchmal sein, aber ich finde das Item eher so optimal. Also es hilft dir eigentlich eher... Ach, ich hab einen Schuss. Eigentlich eher nicht. Eine Spritze! Speed and Range Up. Das ist schon mal nicht schlecht. Viele beschweren sich ja immer, wenn sie Speed-Ups finden, weil ich will Damage-Up, aber Speed ist in diesem Spiel echt wichtig. Warum ich jetzt nicht gleich zum Boss gegangen bin, obwohl ich hier schon den Itemraum hatte, liegt einfach daran, in den ersten Räumen will ich gerne nochmal Leben verlieren. Nein, einfach das erste, das Basement 1 oder Zeller 1 ist einfach theoretisch so einfach, dass es Sinn macht, alles durchzugehen. Weil man könnte ja, es könnte ja am Ende eines Raums als Raumbelohnung eine Pille droppen, die mir HP abgibt. Und da ist kein Geheimraum. Gut, Bombe verschwendet. Herz verschwendet. Auf zum Boss. Und Widow. Ja, Leute. Ich mag diesen Boss nicht. Er springt rum. Er springt schlimmer als Monstro. Er spawnt schlimmere Viecher als Monstro. Er spawnt überhaupt was? Ich mag diese Spinnen seit dem Update. Die bewegen sich so... Ich
Scheiße. Es spawnt Spinnen, es spawnt Eier, die Spinnen spawnen und ich habe schon wieder nur noch ein halbes Herz. Für den ersten Boss, wo du in der Regel echt nicht viel hast, finde ich den hart. Also es gibt Leute, die lachen mich aus, von wegen, das ist total easy. Und ich bin in die Spinne gelaufen. Ich bin so herrlich. Und nochmal. Ach, Basement 1, die Bosse schaffe ich. Ach ja, und hier sieht man noch gleich, everything is terrible. Dieser etwas große grüne Welt ein bisschen mehr aus. Hätte ich ohne Everything's Terrible jetzt vermutlich nicht gehabt. Oh, gleich zwei Schlüssel. Achso, ja, diese Räume hier sind auch seit dem Patch neu. Ja, der The Binding of Isaac wird sie wahrscheinlich kennen, aber für alle Zuschauer, die es nicht kennen. Da kann ich reingehen, dann kriege ich durch diese Stacheln Schmerzen. Ich verliere hier ein halbes Herz. Und drin ist dann irgendwas. Eine Truhe. Das ist so eine dunkelrote, also wie diese hier, nur ein dunkelrot. Und da können ganz gute Sachen drin sein. Kann aber auch einfach Mobbing sein, dass da zwei Gegner rauskommen. Wenn man rausgeht, kriegt man auch wieder ein halbes Herz Schaden, das heißt ein Herz. Wenn ich fliegen würde, würde ich beim Reingehen kein Damage kriegen, aber beim Rausgehen. Und im Womp später, da so eine rote Truhe kommt dann raus. Im Womp später würde mir das dann theoretisch dementsprechend ein ganzes Herz beim Rein und ein ganzes Herz beim Rausziehen, weil beim Womp kriegst du immer doppelten Schaden. Deswegen werde ich auch mein Let's Play erstmal nur bis Mom machen. Weil ich noch nicht so geschickt in diesem Spiel bin. Will ich diese Truhe freisprengen? Da kommen entweder zwei Spinnen raus oder vermutlich blaue Fliegen. So kenne ich diese Truhen bis jetzt auf jeden Fall. Blaues Herz habe ich natürlich auch schon rausgekriegt. Hoffen wir, dass es keine Spinnen sind. Es sind Trollbomben! Naja, kleine Trollbomben, aber... Yay! Ich habe mit einer Bombe eine Kiste freigesprengt, woraus zwei mich trollende Bomben kommen. Damit ich eine Bombe verschwendet habe. Das ist The Binding of Isaac. Und hier kriege ich auch gleich die zwei Bomben. Stimmt eigentlich mal. Ich könnte die The Binding of Isaac Soundtracks hochladen. Zumindest die, die mir richtig gefallen. Nicht alle, weil dann würde ich... Oh mein Gott. Bogen, was war das? Ich will es nicht haben. Oh, das war doch mal der D6-Würfel. Danke. All Sets Up heißt nicht nur Leben, sondern auch Attack Speed, Range, Schaden, alles. Einfach alles. Da ich wieder drei Bomben habe, will ich auch dieses hier freispringen. Perfekt. Und auf zum Boss. Das heißt, ich habe einen Damage Up, einen HP Up, einen Speed Up. Da sollte ein etwas stärkere Monster kein Problem sein. Erstmal schön Schaden kassieren, dem Monster in Sicherheit wiegen, das ist meine Strategie, keine Angst Leute, das gehört dazu. Auch dieser Damage war mit einberechnet in meiner hochwertigen Strategie und das war wieder verdammt knapp, aber alles gewollt. Ach doch, scheiße. Ich find's schon mal... Ich gleich nicht, es liegt das... Es ist Let's Play, also ich hab's ja ganz oft mit diesem Vorführeffekt und jetzt führe ich es ganz YouTube der Öffentlichkeit vor und es ist Vorführeffekt hoch 3, aber ich krieg jetzt mal wieder Leben, weil ich auch hier unbedingt Leben. Obwohl jetzt doch, das finde ich ganz gut, erstmal Leben. Erstmal Leben, das ist gut. Ja, Cella und dann diese easy Gegner, ich bin so. Ich lauf jetzt mal rein. Mann, wenn ihr wollt, lacht mich aus. Ich bin schlecht in diesem Spiel. Macht euch zum... Macht... Denkt... Ne, nicht mal richtig sprechen kann, der Kerl. Meine Güte. Spinnen! Noch mehr Spinnen! Na? Seit wann... Na? Seit wann kommt die da so schnell raus? Itemraum! Das will ich haben. Nochmal All Stats Up. Oh Gott, was habe ich hier gerade... Zweimal All Stats Up in zwei Itemraums hintereinander, also das ist ja... Das ist ja... mal richtig geil. Ach so, ja, wen es vielleicht interessiert. Die stärkste Item-Kombination, was den Schaden angeht, die ich bis jetzt gefunden habe, ist... Es fängt an, man sammelt erst Technology 2 auf. Denken sich jetzt eine Technology 2, das Ding macht ja total keinen Schaden. Stimmt, macht es auch so nicht, weil es den Schaden auf 0 senkt. Du hast aber diesen dauerhaften Laser, der ständig Schaden macht. Und es gibt, ich habe letztens erst sehr spät ein Item entdeckt. Das nennt sich Polymorph. Das hat den Effekt, dass es mein
Damage instant auf Maximum setzt, dafür aber Reichweite und Attack Speed auf das Minimum. Wenn ich nun aber vorher diesen Technology Laser eingesammelt habe, habe ich den Laser, der was weiß ich, alle 0,5 Sekunden Schaden macht, auf jeden Fall sehr schnell. Und unbegrenzte Reichweite, weil es ist halt der Laser und Maximum Damage. Man fühlt sich an, als wenn man cheatet, weil man läuft hier durch, geht in einen Raum rein, in der Mitte sind zwei Gegner, man drückt kurz auf den Knopf, da kommt dieser Laser und beide sind tot, weil man einfach den Schaden macht. Mit dem Laser bin ich bis zum Teufel gekommen, habe das Sheol komplett geschafft. Nur beim Teufel bin ich natürlich wegen meinem absolut geschickten Gameplay einfach gestorben. Ja, einen Laser, den hätte ich jetzt gern bei Chico Flies. Obwohl, das ist, der ist noch einfacher als Monstro. Da verliere ich nur ein halbes Herz vielleicht. Ja, ein halbes Herz ist bei mir eigentlich Standard, das ist Pflicht. Ich laufe immer irgendwo mal eine Fliege rein oder eine Bombe, die ich selbst setze oder... Ich mache ganz schön viel Arsch. Ach, hier, noch ein Feature des neuen Updates. Die weißen Herzen. Wenn man ein halbes weißes Herz einsammelt oder es durch ein Item kriegt, hat es folgenden Effekt. Fällt sich erstmal wie die blauen. Wenn ich jetzt einen Schaden kriege, ist es weg. Wenn ich aber noch ein anderes halbes weißes kriege, wird es zu einem roten HP ab. Oder wenn ich jetzt aber durch diese Falltür gehe und dieses Zilla 2 damit abschließe, wird es auch zu einem Ganzen. Das heißt, ich werde gleich mehr HP haben. Erstmal Range Up mit der Unterwäsche, die man dank dem Superfan nicht sieht. Das, ja, ich bin Meat Boy, was willst du mehr? Ich will doch für meine Anzahl Herzen tatsächlich das Reacher Board haben. Es hat das halbe gleich ganz mitgenommen. Also es hat mir... Na, egal. Wusch, Pimiol. Das war es mir wert. Jetzt habe ich das Reacher Board. Ja, yeah, Item Raum. Also Reacher Board heißt, ihr seht jetzt... Meine Schüsse sind so leicht durchsichtig. Und fliegen da auch so durch. Das heißt einfach, dass ich jetzt durch Gegenstände wie Steine durchschießen kann. Das Yamhart. Will ich das Yamhart oder will ich meinen D6-Würfel benutzen? Das Yamhart ist ja an und für sich ganz cool. Ich nehme es mal mit. Den D6-Würfel kann ich da liegen lassen. Kann ich mir notfalls wiederholen. Aber so geschickt wie ich bin, wo ich ausweichen will, wo ich gar nicht ausweichen muss, werde ich das Yamhart wahrscheinlich früh brauchen. Achso. Ich dachte, das sind jetzt diese Dinger, die ganze Zeit damit rumspucken, aber... Oh, dieses Lagerfeuer, ich bin echt paranoid wegen diesen Lagerfeuer. Die schießen auch immer so urplötzlich, so... PAM! Mobbing! Oh, zum Glück nicht die explodierenden Fliegen, die finde ich ja fast noch schlimmer als meine... vom Anfang erwähnten Hassfliegen. Damn, damn. Ja, diese Dinger sind irgendwie hässlich. Also so ziemlich eigentlich wie so ziemlich alles. Also dass ich gerade lächle, liegt auch nur an dem Superfan. Ich verstehe dieses Superfan. Es ist eine rotierende Kreissäge. Ich werde am ganzen Körper blutig. Aber er grinst. Es ist... Soll mir recht sein. Ich grinse auch immer, wenn ich meinen Körper aufschlitze. Ja. Oh, eigentlich hätte ich jetzt in diesem Run richtig Lust noch Polymorph und Technology 2, da ich Reacher Board habe, hätte ich dann einfach den ultrastarken Laser, der durch alles durchgeht. Also das ist eigentlich, kann man mit drei Items ziemlich OP werden, was den Damage angeht und was die Funktionalität angeht und kann dann theoretisch voll auf HP-Ups gehen, also würde man dann nur noch gebrauchen, nämlich wenn man... Es gibt diese Geist... Es gibt ja Items, die lassen einen fliegen. Dann kann man hier so über diese Schluchten und Steine rüber. Und es gibt neue Geist-Items. Da wird man zum Geist, man fliegt und kriegt auch diese Reacher-Board-Schüsse, also die Spektal-Tears. Das heißt, man sammelt dann so ein Geist-Item, Technology 2 und Polymorph. Dann kannst du durch alles rüberfliegen. Hast Schüsse, die durch alles durchgehen und hast Schaden, der sowieso alles tötet. Dann brauchst du nur noch Leben. Also das ist eigentlich, aber ich glaube, diese Item-Kombination zu kriegen ist schon hart. Ich glaube, ich hatte dieses eine Mal schon extrem viel Glück, als ich Polymorph und Technology 2 hatte. Das ist
So, erstmal mit 2 Münzen treffen. Will ich den Geheimraum suchen? Ach komm, lass mal eben den Geheimraum suchen. Nehmen wir alles mit und wenn da nur 5 Münzen drin sind, das kann uns beim nächsten Shop helfen.